Oh, scheiße. Ich habe da sehr ungutes Gefühl. Aber gut, macht einfach ruhig mal. Ich zieh schon mal die Knarre. Mhm. Gar nichts hier. Okay. Im Moment nichts. Sieht verlassen aus. Ja. Wie all die anderen Häuser. Das ist aber offen. Warum ist denn da hinten offen? Oh, eine Flasche. Ist das ein Zufall, dass wir jetzt sowas bekommen? Bestimmt doch nicht, weil Klicker hier sind oder so, oder? Niemals. Hm. 24, 25, Konstanz. Wir sind da. Okay, aber hier ist nichts. Das Santa Barbara. Wissen wir noch nicht. Okay, das ist es also. Wo wir hin wollten, dann gucken wir uns mal um. Auch wenn ich wieder nicht traue. Und denke, dass hier eine böse Überraschung auf uns warten wird. Oh, Kinderzimmer. Oh oh. Oh oh. Ich fühl's. Hitman. Sieht aus wie draußen, aber Pflanzen sehen anders aus. Hitman versteckt sich im Schrank. Ich schwöre auf alles. Ich habe Angst. Sieht eher aus wie die Kinderfantasie einer Landschaft. In der alten Welt hat man oft Kinderzimmer so dekoriert. Mein Dad hat mir einen bunten Dschungel gemalt. Oh, das hätte Yara gefallen. Glaube ich auch. Oh ja. Ah, ein Lappen. Wie du, mein Junge. Perfekt. Tut mir leid. Kann ich hier hoch? So. Hier haben wir uns. Ah, Schublade können wir noch gucken. Hallo. Nicht Schublade, sondern Schrank sogar. Ja, Ressourcen sind immer gut. Da kann man nie genug von haben. Im Bad waren wir schon. Oh oh. Was geht's da hoch? Ah nee, ich dachte. Man merkt, wie wenig Vertrauen ich in das Spiel habe jedes Mal. Weil es schon so oft einen erschrocken hat. Ja, geil. Perfekt. Ich bin reich. Natürlich können wir probieren, da reinzugehen. So, wo soll man hin? Kann man hier raus? Weiß nicht, wo, was ich zuerst machen soll. Die Tür überprüfen oder zuerst rausgehen? Komm, egal. Wir probieren, ob wir hier reinkommen. Versperrt. Vielleicht geht es woanders rein. Ah, von der anderen Seite, von draußen. Bist du optimistisch? Ich versuche zu helfen. Du hilfst immer. Ja. Weiter so, mein Kleiner. Oh, da hinten. Das Fenster ist zufällig offen. Ganz zufällig. Oh, können wir hier... Nee, wir können da nicht rüber. Oh, die hatten sogar einen Pool. Unfassbar. So, komm mal... Oh, was ist hier? Flasche. Komm mal da rein, in die Stube. Vielleicht da. Oh oh. Jackpot. Hier ist gar nichts. Doch. Ja. Das Gefühl habe ich ja auch.
Ja, okay, dass der Händler der oder der Typ, der die Waffe getauscht hat, die verarscht hat, das meinen sie. Das kann natürlich sein. Aber immerhin. Ja, die suchen die Fireflies, aber warum? Um halt aufgenommen zu werden wahrscheinlich, ne? Gehe ich jetzt mal von aus. Weißt du noch, als wir das letzte Mal in einem Pool waren? Oh, du meinst, als wir ins Verderben gefallen sind? Ja. Ich erinnere mich vage. Stimmt. Wenn es dir dann besser geht, ich dachte auch, wir gehen drauf. Nein. Okay. Hier kommen wir auch noch. Rein. Achso, ist das das abgeschlossene Zimmer? Nee, das ist alles hier, oder? Ja. Okay, ist da irgendwas? Nee, eigentlich alles leer. Nada. Ha. Wirklich gar nichts? Der hat ja uns wirklich verarscht. Na, ah, eine Munition, wow. Eine Patrone. Geil. Oh shit, da ist noch ein Eingang. Bad. Hä? Wirklich nix? Hier ist nix. Außer solche Kleinigkeiten halt, ne? Wissen Sie nicht? Kennen Sie das? Ihre Glasscheibe an der Dusche ist einfach jedes Mal dreckig und hat jedes Mal Spuren. Ja, immer wieder schmutzig, immer wieder verwaschen, immer wieder streifig. Wir haben die Lösung für Sie. Ja, moin. Ja, okay, alles klar. Das hat mich jetzt ein bisschen sehr verwundert, dass hier wirklich nichts passiert ist in dem Haus. What the fuck? Der hat uns verarscht. Wo ist denn der Kleine? Hallo? Fällt ihr gar nicht auf? Der Junge ist weg. Hallo? Chef, ich glaube, wir sind hier fertig. Nein, warte. Hä? Hier drin. Was gefunden? Ach, das habe ich gar... Hä? Was ist denn da? Versteck? Warum hat denn der Typ das nicht gesagt, der Händler dann? Der muss doch sagen, da ist ein Versteck. Kratzer. Kusch. Kusch. Die ist ein richtiger Bär. Ach, guck mal einer an. Schön. Hallo? Ja, sie sieht schon mal die Knarre. Gutes Zeichen. Kann auch sein, dass die ja alle verreckt sind hier unten und zu Zombies geworden sind. Okay, da hinten geht's weiter. Ja, da hinten ist auf jeden Fall grünes Licht. Okay. Hier war schon lange keiner mehr. Gefühlt, ja. Da muss ich dir leider recht geben. Komisch. Hier waren nur 6 Schüsse. Also 6 Schüsse, bis wir nachladen müssen. Alles in allem eine hübsche Bruchbude. Ja. Beim einen Bett ist ein Vorhang vor. Da habe ich auch schon wieder Angst. Komm raus, komm raus. Oh, da ist gar keiner.
Okay, aber der hat ja nicht gelogen. Ist ja ein Versteck gewesen hier. Merkt man ja. Warum verändert sich die Musik so? So ganz böse. Okay, da ist irgendwas. Ein Funk. Duschen. Sie waren eine Weile hier. Das ist die Dusche, oder? Mhm. Na, dann die schönen Duschen hier. Perfekt. Ah, immer voll. Wir könnten jetzt noch was herstellen. Aber da wir sehr diesmal was nicht so oft vorkam, wir wirklich sehr knapp gerade sind, also mit den Ressourcen, muss ich wirklich warten, bis ich herausfinden kann, was wir eher brauchen. Also, wir können anscheinend damit auch wirklich Munition für unsere herstellen. Okay, ist schon mal gut zu wissen. Ob wir nämlich das hier mal brauchen oder das hier dann noch. Oder Medikit. Müssen wir dann abwarten und gucken. Okay, Funk. Wir probieren erstmal Funk. Ich glaube, das müssen wir so oder so erstmal anprobieren. Sie hatten hier unten Strom. Schau dich um. Ja, hier hinten. Alter Schwede. Mehrere Batteriedinger voll dran gehangen. What the fuck? Man? Was ist das denn? Aus einem Stromverteiler oder was? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Bestimmt Solarstrom. Oh. Mhm. Nicht, dass wir irgendwas aktiviert haben jetzt noch. Minen. Pass auf, jetzt kommen plötzlich welche hierher. Okay. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht. Siehst du irgendwo ein Rufzeichen? Ein was? Eine Liste mit Zahlen und Buchstaben. Hm. Scheiß drauf. Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Bitte komm. Ist da draußen jemand? Was ist das? Das sind Frequenzen. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Ist da draußen jemand? Sind das andere Firefly-Außenposten? Ich weiß nicht. Kann mich jemand hören? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Hallo? Hallo. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hallo, hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Wenn mich jemand hören kann, bitte antworten. Bitte komm. Hi, Abby. Wir hören dich klar und deutlich. Von wo in Santa Barbara meldest du dich? 2425 Constance. Wir haben von dieser Basis gehört, aber hier ist niemand. Wir suchen Fireflies. Ich bin ein Firefly. Wo warst du stationiert? Ich gehörte zum Salt Lake Außenposten. Wer hat die Einrichtung geleitet? Dr. Jerry Anderson. Er war mein Dad. Du
Das gibt's ja nicht. Wir haben alle von den Außenstellen zurückgerufen und wieder zum Hauptquartier gebracht. Wie viele von euch sind dort? Ungefähr 200 Leute. Jeden Monat werden es mehr. Owen hatte recht. Bald kommen noch zwei dazu. Wie finden wir euch? Kommt zu Catalina Island. Geht zu dem großen Kuppelbau in Avalon. Wir finden euch. Okay. Okay, wir sehen uns bald. Ende. Ich freue mich drauf. Viel Glück, Abby aus Santa Barbara. Over. Komm, wir gehen zurück zum Segelboot. Warum sagt mir meine innere Stimme, dass wir jetzt nicht einfach zurücklaufen können? Gut. Du hattest recht. Wie war das? Warum soll ich mich immer wiederholen, wenn ich falsch liege? Weil ich mich dann besser fühle. Und weil es so selten passiert. Kleiner. Hui, mieses Gefühl, mieses Gefühl. Das ist so unfair. Alter, Abby ist jetzt anscheinend auf dem Weg, möchte mit ihm Zuflucht finden bei den Fireflies. Und Ellie muss einfach ihre Rache weiter fortsetzen. Spiel, ich hasse dich, wenn wir uns entscheiden müssen. Ey, weil denn Ellie einfach nur unbedingt ihre Rache will, anstatt in Frieden zu bleiben. Und Abby will ja auch einfach nur Zuflucht mit ihm zusammenfinden. Ja, und jeder würde zufrieden leben. Aber nein, es muss doch am Ende noch irgendwie so ein Hass entstehen, ne? Oder die Rache durchgeführt werden. Scheiße. Ich hab geahnt, dass irgendwas passiert. Wer sind die? Stopp! Bring sie nicht um! Fesselt sie! Hä? Komm her. Ach, die Typen. Komm her, lass mal sehen. Bereit? Hey, was wird das? Warte. Ah! Scheiße, Mann! Fuck. Alles gut. Hol dir den Kleid. Was sind die denn? Wag es nicht, ihn anzufassen! Shit. Ganz schöner Glücksfall, was? What the fuck? Sind die Typen mit diesen Logos draußen da? Schon wieder eine andere Gang oder irgendwas? Irgendwelche überlebenden Typen, die sich wie eine Sekte oder so verhalten. Oder halt einfach nur Banditen halt. Oha, und Ellie hat das Schiff gefunden, oder wie? Ja. Wo bist du als nächstes hin? Zwei fünf Constance. Ja, das muss es sein. Oha. Wir haben echt das Schiff. Warum willst du deine Rache? Rede doch mit denen. Das sind eigentlich an sich auch ganz voll nette Menschen. Genau wie du. Ich weiß ja, dass ich nicht verzeihen kann, dass Joel halt getötet hat. Wie kommt sie von hier hoch zur Straße? Ey, krass. Jetzt spielen wir Ellie wieder. Ey, also. Geile Idee auch vor allem, ne?
Von den Entwicklern geile Idee. Einfach geile Umsetzung von denen. Man kann die immer nur loben, immer weiter. Dieses immer hin und her spielen. Und dann schneidet man sich gegenseitig immer die Wege. Und hier haben sie Pause eingelegt. Ah. Krass. Oh, jetzt wird es aber schon wieder nochmal spannend. Jetzt geht's wieder weiter. Es gibt wieder Leute irgendwo da draußen. Da bei Santa Barbara. So eine Art Banditen oder sowas. So eine Typen. Ich weiß nicht, ob es eine Sekte ist, aber kommt rüber wie so Rocker-Club oder so. Ja, mit dem Logo und so. Und ich glaube, sah ja aus, wie hätten die so eine Art Kutten an. Und als wenn wir da jetzt die auch auf die treffen wären und ja. Keine Ahnung, was. Uns bestimmt da auch irgendwie befreien müssen aus den Fängen. Und ich muss aber sagen, wir spielen endlich mal wieder Ellie, ne? Endlich mal wieder. Mit den ganzen Sachen, die wir... Das ist so lange her, als wir mit ihr das letzte Mal gespielt haben. Wir haben hier einen Sprengpfeil. Allgemeinpfeile. Molly haben wir noch. Pistole. Achso, hier, Scheindämpfer. Alter, ist das lange her. Schockbomben. Ist das lange her. Nostalgie pur jetzt gerade. Auch Bomben. Das hatten wir ja gemacht. Fertigungsmenge. Mehr Sprengfallen. Ach genau, die hat sie einmal erstellt, als wir gegen sie kämpfen mussten. Hat sie Sprengfallen aufgestellt. Siehst du, das hatte ich ganz vergessen, dass sie das kann. Krass. Rauchbomben könnten natürlich auch effektiv sein. Ja, dass man so ein bisschen Schutz hat, die einen nicht gleich sehen. Mehr Sprengfallen. Ich glaube, ich werde das mal machen. Da haben wir Rauchbomben. Sehr gut. Tagebuch. Das war ja das. Kann ich das alles hinter mir lassen? Nein! Dixie National Forest. Ein paar Jäger wollten mich überfallen. Ging nicht gut für sie aus. Ich habe gerade den Stadtrand von Las Vegas erreicht. Von hier aus kann ich die Infizierten hören. Innerhalb der Mauern müssen noch Tausende am Leben sein. Was für ein Albtraum. Ich reite um die Stadt herum. Palmdale, Kalifornien. So, ich verstecke mich in einem Keller. Ich hoffe, diese Horde zieht vorbei. Ich vermisse dich, kleine Kartoffel. Ich bin immer noch in diesem verdammten Keller. Die Batterien meiner Taschenlampe sind fast leer. Die Dunkelheit spielt mir Streiche. Ich sehe ihn andauernd vor mir. Ich rieche Eisen, also Blut, für die, die es nicht wissen. Ich vermisse Dina. Ich vermisse meine Kartoffel. Was mache ich hier? Ach, das ist vor allem schon, wo sie losgezogen ist. Ich vermisse meine Kartoffel. Was mache ich hier? Ich bin draußen. Eine Gruppe von Durchreisenden hat die Horde abgelenkt. Ein paar von ihnen haben es nicht geschafft. Zwei der Toten waren Kinder. Ach du Scheiße. Ich habe sie begraben. Fuck. Ich bin endlich an der Küste. Es ist umwerfend. Überall Blumen und dann diese Morgendämmerung. Es sieht nicht so aus, als ob das Militär hier je durchgekommen wäre. Vielleicht war hier alles zu weitläufig. Ich wünschte, Dina könnte das sehen. Sie würde durchdrehen. Ich mag den Klang der Wellen. Ich gehe die Küste runter. Seit ein paar Tagen habe ich keine Menschen mehr gesehen. Oder intakte Segelboote. Was, wenn Tommy falsch lag? Wenn sie nicht mehr hier sind? Ich darf nicht darüber nachdenken. Okay, sie ist da schon losgezogen. Man ist dann auf dem Weg nach Las Vegas. Da waren Mauern, da waren noch tausende Zombies drin oder so.
Da werden sie mich überfallen. Stadtrand von Las Vegas. Da müssen noch innerhalb der Mauern in Las Vegas noch Tausende drin sein. Holy shit. Und sie hat noch hier ordentlich was zu machen, ne? Also wir haben ordentlich Material. Da kann man schon was noch erstellen. Ich würde sagen, wir erstellen hiervon was. Und Waffen haben wir auch wieder. Oh, schön. Schönes Ding. Haben wir noch mehr? Ne, wir haben nur das. Alles klar, dann haben wir noch Scharfschützengewehr. Perfekt, Alter. Geil. Und eine Schroti. Was haben wir noch? Und Pfeil und Bogen haben wir noch. Ich muss erstmal wieder hier kennenlernen. Ihr merkt's. Okay, hier kann ich auch aussuchen, Sprengpfeile. Okay, let's go. Das sieht doch gut aus. Krass, ey. Endlich mal wieder mit Ellie. Okay, wir kommen hier rüber. Okay, ich verstehe schon. Ist einfach krass, wenn man zwei verschiedene Charaktere dauernd spielt. Und das ist halt das, was ich halt vermute, ne? Deshalb vermute ich das und sag, spiel bitte keine Entscheidung oder so, weil das Spiel macht einfach, hat uns hier Ellie, wie wir sie schon kennen von Teil 1 auch, uns wieder weiter fortgeführt, ja, und uns mit ihr spielen lassen, die Verbindung weiter mit Joel und so und den Hass. Und auf einmal spielen wir voll lange mit Abby. Und das Spiel hat uns einfach die Seite von Abby gezeigt, ja, uns mit ihr verbinden lassen jetzt und mit ihren Freunden. Ja, das riecht schon irgendwie danach, ja. Gemeines Spiel. Wenn es soweit kommt, dann ist die Frage einfach auch für euch. Für wen würdet ihr euch entscheiden, ne? Wenn es so kommt. Natürlich wäre auch geil, was auch möglich ist. Sie wurde ja jetzt gerade gefangen, Abby. Was mir gerade nicht eingefallen ist. Und wir befreien vielleicht sogar Abby. Und werden vielleicht sogar Freunde am Ende. Kann natürlich auch passieren, ne? Würde ich mich auch sehr freuen, wirklich. Würde ich mich mega freuen. Wenn wir denn auch uns befreunden würden. Natürlich komisch, ne? Weil halt in der Vergangenheit jeweils immer die Freunde getötet haben. Oh, besser als nix. Besser als nix. Können wir hier noch hoch? Könnte hier irgendwas sein? Nein. Okay, von da sind wir gekommen. Oh, geiler Blick hier, ne? Da kommt die an die schöne Insel und werden dann verhauen. Aber wir wissen ja, Zombies sind hier noch. Also die Insel ist nicht leergefegt. Hä, warte mal, hier ist ein Weg und da ist aber auch ein Weg. Achso, nee, der führt uns nichts. Okay. Okay. Nee, aber hier? Hä? Bin ich doof, oder? Ich bin doof. Tut mir leid. War da eben irgendwas, eine Markierung, dass ich irgendwas machen kann? Nee, es hat nur geblitzt. Okay, ich darf nicht durcheinander kommen. Okay, alles klar. Einfach nur hier lang. Dann mal los. Oho. Ach du Scheiße. Also das, ne? Habt ihr verstanden? Das sind anscheinend, ist dort eine Gruppe einfach, wie ein Club oder so in der Art, die einfach halt anscheinend dieses Gebiet für sich beansprucht haben und ja. Okay. Man merkt einfach, es gibt überall halt diese verrückten Leute, ne?
Na gut. Ich bin gleich wieder zurück. Entweder ist hier Ende der Folge oder ein kleiner Schnitt mittendrin. Ja. Ich mach ganz kurz ein kleines Päuschen, muss mir noch was zu trinken holen. Und dann würde ich sagen, entweder bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen oder bis gleich, ne?